Was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Passt auf. Es ist ja in der Vergangenheit immer wieder mal passiert, dass Nummern geleakt worden sind von verschiedensten YouTubern. Unter anderem von Sascha bei Max im Stream. Sascha ruft, oh mein Gott, Nummer geleakt. Oder auch meine Nummer bei Unge im Stream. Leider Gottes ist gestern Abend Folgendes passiert. Simon Unge hat so wie jeden Abend mal wieder gelivestreamt und dachte, es wäre eine gute Idee, mich einfach zu facetimen. Hat leider Gottes Facetime an der Stelle dann mit einem WhatsApp-Videocall verwechselt und blöderweise meine Nummer da gezeigt. Absolute Belastung. Oder sogar ich mit der Nummer von Julian Bam. Ja, irgendwie kommt man da nicht ganz drum herum und ich dachte mir einfach, heute ist es einfach mal so weit, dass es ein bisschen Payback-Time ist. Zumindest bei Leuten, die geleakt haben. Eigentlich müsste ich mir selber ein Payback geben dafür, dass ich... Gerade falsch, ich mache ein Video. Eigentlich müssen wir selber ein Payback dafür geben, dass ich Juice Nummer geleakt habe, aber das ist soweit schon geklärt. Aber ich möchte mich auf jeden Fall bei Simon und auch stellvertretenderweise im Namen von Sascha bei Max rächen. Wir werden gleich eine kleine Nachricht vorschreiben, die ich fälschlicherweise irgendwie in der Zwischenablage habe. Das heißt, dass ich eigentlich sage, oh Leute, hier ist der Link von meinem neuen Gaming-Channel. Übrigens habe ich einen neuen Gaming-Channel, folgt da mal rein, da gibt es die ganzen GTA-Highlights. Und da kommen dann auch ab 1.11., 15.11., wann auch immer, dass ich die hochgradig geilen Gaming-Formate. Ganz, ganz wichtig, Link ist in der Beschreibung. Wer reinzappt, ist dein Ehrenbruder oder Ehrenschwester oder Ehre, ist ja auch, also was auch immer. Ehrenxier. Halt. Ich würde sagen, diese falsche Nachricht tatsächlich, wo ich sage, oh, hier ist der Link zum Gaming-Channel, poste den einfach mal in den Chat und sagst so, oh mein Gott, nein, jetzt habe ich Max Nummer geleakt. Dann ruft einer von meinen Jungs, der natürlich auch Max Nummer hat, Max anonym an. Und dann werde ich onstream Max anrufen und sagen, hey Max, ich habe außerdem deine Nummer geleakt und ich will einfach nur die Reaktion einfangen. Ist ein bisschen asi mit den Gefühlen von Leuten so zu spielen, aber come on, was soll's, also es passiert ja nichts. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich einfach wieder im Stream. Okay Chat, passt auf, wir haben jetzt auch einen neuen Kanal tatsächlich für GTA Highlights. Da kommen jetzt die Tage, die GTA Videos drauf. Ich gebe euch ganz kurz den Link in den Chat, Leute. Und dann könnt ihr da mal rein abonnieren. Leute, das ist exzellent. Link in the Chat, my guys. Link in the Chat. Miss Godwina, Kuss, 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 Kuss. Dankeschön für den Sub. Ja. Das an der Stelle, meine Freunde, ist jetzt natürlich, da hatte ich das Falsche in der Zwischenablage. Da hatte ich jetzt... Okay, Chat, pass auf. Wir rufen da jetzt nicht an. Das ist jetzt sehr unangenehm. Könnt ihr Max vielleicht ganz kurz Bescheid geben, Leute? Könnt ihr Max einfach kurz Bescheid geben, Chat? Okay, Max hat gerade Sub-Only-Mode drin. 21, Boiler Upgrade, 100% Trimax Subs im Chat. Werden alle gebannt. Okay, Chat, es werden jetzt sehr viele Leute gerade bei Max gebannt. Passt auf, ich sag's euch, wie es ist. Eigentlich... ist das nicht die Nummer von Max. Das war einfach nur ein Fake. Eigentlich wollte ich, dass ein ganzer Chat voller Nummer geleakt steht. Das hat nicht funktioniert, weil Max einfach ein fucking Pay-to-Win-Spast ist, der durchgehend Sub-Mode drin hat. Aber wir machen das gleich jetzt einfach bei Romatra. Also schreibt jetzt einfach alle bei Romatra in den Chat, dass ich seine Nummer geleakt habe. Hier ist der Link. Schreibt bei Romatra in den Chat, ich habe seine Nummer geleakt. Und wir schauen mal ganz kurz, wie Romatra reagiert. Ja, im Moment fühlt sich das an, als wenn die einfach alles möglichst doppelt und dreifach da reingeknallt haben. Weil es kommt ja so spielmäßig auch gar nichts Neues mehr gerade. Das ist so böse. Das ist so böse. Ich rufe Romatra jetzt kurz an. Revi ruft mich an. Kein Hallo? Zeichen. Romatra. Ja, ich glaube, ich habe es gerade schon im Chat gelesen. Ja, es tut mir übertrieben leid, Bro. Ja, wie überhaupt? Wie? Es ist mega dumm gelaufen. Es ist mega dumm gelaufen, Bro. Chat spammt alle mal weiter rein bei ihm. Es ist mega dumm gelaufen. Ich habe in die Kamera gehalten und deine Nummer war leider zu sehen. Warum war die überhaupt zu sehen? Hast du mich nicht mal eingespeichert oder was? So gut. Ich rufe dich mal kurz über WhatsApp an. Moment. Komm, Discord. Komm, Discord. Komm, Discord. Romatra, komm mal kurz mit. Chat spammt bei ihm alles voll, spammt bei ihm alles voll. Hallo? Romatra, es ist mega dumm gelaufen. Ich habe mein Handy in die Kamera gehalten und bin im Kontaktbuch geslippt und habe mal deine Nummer gezeigt. Tut mir mega leid, Bro. Hat dir schon jemand geschrieben? Ja, yeah, nee, ich glaube nicht, oder? Okay, dann hat es keiner mitbekommen. Stimmt keiner nicht. Mitbekommen. Ja, Bro, dann ist dann sicher, also wenn dir noch keiner geschrieben hat tatsächlich, dann scheinst du nicht so interessant, also nicht interessant für die Leute zu sein. Ja, ich bin wahrscheinlich auch nicht relevant genug, dass das jetzt irgendwie nicht juckt. Ja, das tut mir mega leid, Mann. Das ist mir bei Max eben auch was passiert, aber der hat leider Sub-Only drinne. Wie, der hat Sub-Only drinne? Also bei Max ist mir das eben auch tatsächlich passiert. Max? Ja? Du hast ein paar Anrufe in Abwesenheit, glaube ich sogar, ne? Nee. Keinen einzigen? Nee, man kann, also, weil, nee. Mit unterdrückter Nummer? Man kann mich nicht anrufen, wenn ich Leute nicht abgespeichert habe. Ach so, ja, dann habe ich mir das alles ausgedacht, Romatra. Dann wollte ich dir nur ganz kurz einen schlechten Tag machen.
Hä? Jetzt raff ich's gar nicht mehr. Du wurdest geprankt, Romatra. Du wurdest einfach verarscht, Romatra. Ach so. Mann, ich bin doch nicht dumm. Ich würde doch nicht deine Nummer leaken. Ich wüsste auch gar nicht, wie. Ich bin doch nicht Trimax. Wie? Ich halte einfach mein Handy in die Kamera und leak deine Nummer. Ich kann dir mal zeigen, wie einfach das ist, Romatra. Und zwar gehe ich jetzt hier ein und das ist nämlich die 01754. Schon falsch, das ist nämlich die 01. Ah, Romatra, stopp! Romatra hat eine Vorwahl geleakt. Oh nein, Digga, wie dumm, Scheiße. Romatra, wie dumm. Ja, ich werde dann jetzt noch ein paar weitere. Ja, bis noch ein paar andere. Genau, okay. Ich mach das Ganze jetzt nochmal bei Amar. Und warst dann du zufrieden mit meiner Reaktion oder hat dir meine Reaktion die nicht gereicht? Die kommt auf jeden Fall, das reicht ins Video, Bro, das reicht, okay, dankeschön. Das reicht. Ich auch? Max, du hast einfach nur Pay-to-Win-Submode drin, bei dir hat es nicht funktioniert. Bei dir konnte keiner in den Chat spammen und alle, die gespammt haben, waren treue Zuschauer von dir, die deine Mods jetzt weggebannt haben. Danke für nichts. Sehr gut. Also dann, ich wünsche noch einen schönen Tag, Jungs. Okay, auf Wiedersehen. Tschüss. So Leute, und jetzt, Kevin Papaplatte wird richtig sauer sein, glaube ich. Ich glaube, Kevin Papaplatte wird übertrieben sauer sein. Wir machen zuerst Amar, Leute. Schreibt bei Amar alle in den Chat Nummer League. Schreibt bei Amar alle in den Chat Nummer League und dann rufe ich ihn sofort an. Schreibt alle in den Chat Revi Nummer League bei Amar. Let's go. Hi, I'm not fine. Nummer League. Oh. You just need to get epic kill, like, it's just reversed. Spammt den ganzen Chat voll mit Revi Nummer League. In there. Ruf Amar kurz an. 100. Whites, guys, whites. In our box. Amar, Bro, ich hab grad aus Versehen deine Nummer im Stream geleakt. Wie kannst du sowas machen? Bro, das tut mir übertrieben leid, Mann. Das tut mir übertrieben leid, wirklich. Wie kannst du das machen? Bro, ich hab eine Nachricht gezeigt tatsächlich von jemandem und bin dann eins nach unten gerutscht beim Desktop und hab dann, ja, deine Nummer halt gezeigt. Weil ich die an Tobi weitergeleitet hatte. Ernsthaft? Ja. Ja, stark. Ey, es tut mir mega leid, Amar, wirklich. Das ist komisch, dass noch keiner angerufen hat, mein Freund. Echt jetzt? Noch niemand hat dir geschrieben? Nee. Ey, das ist crazy, dann hat ja keiner Bock auf dich scheinbar. Nee, anscheinend ist es ja ähnlich wie bei dir und deinen YouTube-Videos und deinen Streams. Es ist alles gefaked. Dachte ich mir. Alles klar, Amar, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ciao. Perfekt, tschüss. Okay, yeah. Papaplatte noch einmal. Da, Junge, da wäre ich so sauer, oh mein Gott. Wir gucken einfach nur, was da steht. Das ist so gemein. Er ignoriert's einfach. Revi Nummer League, Junge, Revi, das ist so bad. Digga, das ist so schlecht. Bro, mir hätte mindestens ein Geil geschrieben. Ah, aber das Ding ist, dieser Moment, ich schwör's euch, Leute, dieser Moment, mal guck kurz nach unten. Video gesehen, dass du dir eine Pause gönnen möchtest. Bro, es ist wirklich soweit. Nimm dir eine Pause. Mach nicht nur einen Monat, Digga, mach 3 Monate. Ach, scheiß auf, Digga, mach ein fucking Jahr dort. Alright, fucking Jahr dort. Fuck this shit, Digga. Mach ein Ja, komm. Gönn dir mal ein bisschen Pause, Digga. Ich bin raus, wer besser ist. Okay, entspannend. Also, man kann ganz kurz zusammenfassen, wenn man das ganz kurz hier zusammenfassen möchte, kann man das kurz zusammenfassen. Abgesehen von Romatra ist niemand tatsächlich drauf reingefallen. Aber ich glaube, der Moment, wo die Nummer geleakt wird, ist für alle extrem unangenehm. Meine Freunde, nächstes Mal leake ich von den Leuten einfach Bilder. Und auf geht's. Perfekt. Nee, super. Dann haben wir das an der Stelle auch. Extrem nice. Vielen, vielen Dank für das geile Roleplay-Chat. Wirklich, es war absolut wild. Also ehrlich, das war ein Top-Notch-Roleplay. Wirklich, also... Oh, Digga, ich kotze einfach gleich. Ich weiß nicht, was los ist. Holy shit.